Ja, dann zur weiteren Hebelage, die wir hier drin haben. Also, dieser Hebel hier müsste bei dir theoretisch auch auf dieser Seite sein, ist wie gesagt der Klinkensperrhebel. In hinterer Position kannst du die Windenbremspedale einrasten. Siehst du, kommt nicht mehr zurück. Löse ich diesen Hebel, ist die Bremse gelöst. Das ist interessant, wenn du zum Beispiel Straßenfahrt magst. Dann kannst du deinen Kübel somit oben sichern. Wobei für Straßenfahrt gibt es wieder Sonderregeln. Tralala, brauchen wir nicht. Im Baggerbetrieb Klinkensperrhebel immer vorne einrasten, quasi hier. Beziehungsweise es kann auch sein, dass der bei dir hier vorne sitzt. Ist dann ein langer Hebel hier. Den dann einfach sichern, dass die Klinken offen sind und dass du deine Bremsen bedienen kannst, ohne dass sie einrasten. Also. Klinkensperrhebel hält die zwei Pedale fest. Bremspedal kannst du sichern über diese Zahnstange. Dann hast du hier ganz normal dein Kupplungspedal. Das schaltet deine Kupplung am Motor zum Getriebe. Damit kannst du den Kraftschluss komplett unterbrechen. Dieser Hebel hier ist ein Multifunktionshebel. Der bedient, wie gesagt, die Lamellenkupplungen und der bedient noch eine Funktion. Ich kann diesen Hebel auch, also ich kann ihn vorwärts, rückwärts bewegen. Für zum Beispiel vorwärts fahren, rückwärts fahren. Oder links rumschwenken, rechts rumschwenken. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts falsch. Oder Auslege hochziehen, Auslege ablassen. Das mache ich dann mit dem Wählhebel. Der hat aber noch eine Funktion und die funktioniert hier rüber. So. Wenn ich diesen Hebel hier rüber bediene, dann siehst du hier, da wird ein Hebel bewegt, nicht viel. Der ist bei mir eingestellt, dass er halt passt. Das ist jetzt deine Einziehwinde. Wenn ich den Kübel vorne einziehen möchte, dass ich ihn zum Beispiel ausschmeißen kann, oder wenn er sich arg dreht, weil ich jetzt was Schweres aufgenommen habe oder so, dann ziehe ich den Hebel schräg zu mir hin oder halt einfach so. Ja. Nachüben. Die Winde ist im Eingriff, die Kupplung greift richtig. Die Winde wickelt das Seil auf und der Kübel wird über dieses Seil auf den Baggerarm draufgezogen. Mit Vorsicht zu genießen das Ganze. Wenn die Winde zu scharf eingestellt ist, dann zerrt die den Kübel an den Gittermast dran und dann kannst du was kaputt machen. Die kann eingestellt werden. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir jetzt genau ausschaut. Bei mir ist dieser Sicherungsring hier, sage ich jetzt was Falsches? Nee. Diese Klinke muss ich verstellen. Schraube lösen, Klinke verstellen, Schraube wieder anziehen. In die eine Richtung hast du mehr Eingriff, in die andere Richtung kannst du sie lösen. Die Winde soll so eingestellt werden, dass sie immer auf ganz leichter Spannung ist, dass sie immer schleift, dass sobald der Kübel vorne das Schwingen beginnt, die zieht es raus und die zieht aber automatisch das Seil wieder stramm. Die soll aber nicht so laufen, dass sie erstens heiß läuft und die soll auch nicht so laufen, dass sie den Greifer dauerhaft gegen den Arm zieht, weil das macht Schaden, ist klar. Also das ist ein wenig Spielsache, das muss man ein wenig ausprobieren. Ich glaube, 2 oder 3 Stunden, wo ich gesessen bis ich das gehabt habe. Ist gepopelt. Also wie gesagt, diese Einziehwinde kannst du hier steuern. Du kannst tatsächlich über dieses Einziehen den Kübel auch ein bisschen steuern, dass er sich dreht. Wenn ich zum Beispiel Siloballen aufnehme und die liegen ungünstig, dann kann ich hier ein bisschen spielen, anziehen, wieder loslassen, anziehen, wieder loslassen. Das versetzt irgendwann den Kübel so in leichte Rotation und die wird immer mehr. Und im richtigen Moment kannst du dann fallen lassen, dann liegt er halt passend auf dem Siloballen zum Beispiel bei mir drauf. Oder wenn du dann Holzklotz oder was hochnimmst, das kannst du dann so ein bisschen steuern. Alles Übungssache. So, jetzt habe ich dir gesagt, dieser Hebel kann ja das Fahren bedienen, Auslege bedienen und Schwenken bedienen. Wie macht er das? Das geht nicht alles gleichzeitig bei dem Bagger. Bei einem modernen Hydraulikbagger brauchst du da nichts umschalten. Beim Seilbagger ist alles mechanisch, musst du umschalten. Dafür gibt es diesen Hebel hier. Der Hebel hat in hinterster Position, wo er bei mir jetzt steht, den Fahrantrieb.
Also jetzt ist ein Schieberitzel geschoben, jetzt kann ich fahren. Ich kann jetzt nicht schwenken, aber in dieser Position wird der Ausleger mit bedient. Der Ausleger wird geschaltet über diesen Hebel. Den Hebel in dieser Position, wo er jetzt ist, schiebt ein Schieberitzel auf das große Tellerrad hier unten. Das ist im Eingriff. Und wenn ich jetzt fahren würde, dann würde diese Winde, also bei Vorwärtsfahrt, die ganze Zeit den Ausleger aufziehen, aufziehen, aufziehen. Das ist ganz wichtig. Der Hebel muss zum Fahren ausgeschaltet werden. Wenn die nämlich mitläuft und du guckst da nicht drauf, weil du dich aufs Fahren konzentrierst, die Winde hat so viel Kraft, die stellt den Aufleger bis auf 75 Grad auf, die stellt den Ausleger auf, bis da unten nichts mehr geht und dann bricht sie den Ausleger ab. Das ist bei diesem Bagger passiert, die haben den abgeschleppt, diese Schieberitzel war aktiviert und die haben den geschleppt, vorwärts geschleppt, es ist immer weiter gelaufen, der Arm ist nach oben gefahren, bis zu dem Punkt, wo halt der Ausleger gebrochen ist. Deswegen ist das bei mir hier alles ja geschweißt und verstärkt und damit der Ausleger überhaupt wieder dran ist. Also ganz wichtig, diesen Hebel immer aus, wenn du den Ausleger nicht bedienen willst. Immer. Der geht bei mir ein bisschen schwer. In Ausposition, jetzt ist das Schieberitzel gelöst, jetzt passiert nichts mehr. Jetzt kannst du fahren, jetzt kannst du schwenken, passiert gar nichts. So, zurück zu dem Hebel. Diese Position ist fahren, vorwärts, rückwärts. Mittlere Position, zack. Hier kannst du nicht fahren und nicht schwenken. Du kannst aber hier den Ausleger verstellen. Zum Ausleger verstellen machst du den Hebel in Neutralposition. Gang kann drinnen sein. Kupplung treten aber bitte. Hebel in Mittelposition. Schieberitzel den Hebel nach hinten, dass es eingreift. Und dann kannst du, wenn du die Kupplung löst, deine Winde bedienen. Dann läuft diese Winde vorwärts, rückwärts, Ausleger aufstellen, Aufleger ablassen. So. Und dann hast du noch eine Position, die da vorne ist hier. In dieser Position kannst du nicht fahren. Hier schwenkst du, das ist die Baggerposition, nennt man die. Du stellst den nach vorne, jetzt hast du Schwenkantrieb. Das Schieberitzel unter die Lamellenkupplungen ist jetzt in Eingriff für den Schwenkantrieb. Jetzt kannst du hier links und rechts schwenken. Kannst natürlich ganz normal deine Einziehwinde bedienen. Das geht in jeder Position, die Einziehwinde. Nur dieser Hebel hier ändert was. Auch dieser Hebel hier für Grab- und Hubwinde geht in jeder Hebelposition hier unten. Du kannst also auch beim Fahren deinen Greifer vorne auf- und absetzen und einziehen. Das funktioniert. So, auf jeden Fall, so ist jetzt Baggerbetrieb. Wie gesagt, auch in dieser Position wird natürlich dieses Ritzel hier angetrieben, deswegen hier auch ausschalten, wenn du den Ausleger nicht bedienen möchtest. Es ist kein Mengbagger, wo du gleichzeitig den Ausleger bedienst und zusätzlich ja, greife und schwenken. Das funktioniert hier nicht. Zum Schwenken habe ich noch einen Schwenkbremshebel. Das ist dieser hier. Mein Bagger, der hat keine Bolzensicherung, die den Oberwagen mit dem Unterwagen steif verbindet. Sondern bei mir ist es nur über die Bremse gelöst. Die Bremse hat aber ein jeder Bagger. Dieser Hebel ist gesichert, wird gelöst. Idealerweise bevor man den Hebel in Baggerposition tut. Dann schiebt man ihn nach vorne, dass er vorne einrastet. Die Schwenkbremse ist dann offen. Und jetzt kannst du, wenn der in Baggerposition ist, hier ganz normal schwenken, frei schwenken. Lass dich bitte nicht beirren, die Schwenkbremse heißt nicht, du sollst jetzt dann so ein Stückchen hier vielleicht einrasten, so auf gut Glück, damit er weniger schwenkt oder was. Die muss immer ganz geöffnet werden. Ich mache das nur im Kranbetrieb, das ist dann bei mir gleichzeitiges Arbeiten bei Schwenken und Bremsen. Damit ich ihn ein wenig feinfühliger steuern kann, habe ich hier eine Hand an dem und eine Hand hier am Schwenkhebel, damit ich dann wirklich ganz sachte schwenken kann.
was halt bei einem Baggerbaujahr 1959 als feinfühlig zu bezeichnen ist. Genau. Also das sind diese ganzen Hebel. Wie gesagt, hier ist Schwenkbremse, Klinkensperrhebel, Grab- und Hubwindenhebel. Das ist der Multifunktionshebel, nenne ich ihn jetzt einmal. Das ist der Wahlhebel. Ganz vorne baggern, Mittelposition auslegen, ganz hinten fahren. Das da ist, wie gesagt, klar. Das ist die Handbremse. Wie gesagt, bei mir momentan ohne Funktion. Das sollte auch klar sein. Ganz normal der Handgas. Bagger hat ja kein Fußpedal, hat ja nur Handgas. Hier haben wir den Absteller. Jetzt. Das ist der Absteller. Ziehen, Motor aus. Auslege vorne ausgeschaltet, hinten eingerastet, Auslege aktiv. Wie gesagt, immer bedenken, wenn du damit arbeiten solltest oder nicht fährst. Hinten, wenn er ist, ist er aktiv, läuft deine Winde, aufpassen. Du kannst natürlich den Auslege während der Fahrt auch einschalten, wenn du zum Beispiel irgendwo unter am Hindernis durch musst. Mache ich hier momentan, weil es alles ein wenig eng zugeht, dann lasse ich den auch mal drin. Man muss es nur im Auge haben. Weil, wie gesagt, man möchte ja nicht, dass der während der Fahrt dann komplett auf den Boden runterknallt oder dass er dann ja irgendwo mal einen Überschlag über den Bagger macht. Das möchte man ja nicht. Dann hier, wie gesagt, nochmal Gangschalthebel. Im Normalfall hast du 1, 2, 3, 4. Und in wenigen Fällen hat es auch gegeben, dass der Rückwärtsgang offen ist. Dann kannst du den Hebel ganz nach vorne tun und dann ist hier der Rückwärtsgang. Das merkst du auch gleich, wenn du den Rückwärtsgang drinnen hast. Der Hebel immer in Neutralposition, wenn du schalten tust, weil, wie gesagt, der bedient ja alle möglichen Funktionen, nicht immer irgendwo einrasten in irgendeine Position, weil wenn du dann natürlich hier den Gang auswählst und lässt die Kupplung einfach mal schnelzen, dann hupft das Ding los, egal in welche Richtung. Wie gesagt, wenn der im Rückwärtsgang drinnen ist, wenn du den hast, das merkst du, weil diese Winde dann, die dreht immer so rum, gegen den Uhrzeigersinn. Und wenn du einen Rückwärtsgang hast, dann läuft die in die andere Richtung. Das ist, wie gesagt, im Kranbetrieb ist der Rückwärtsgang nicht schlecht. Wenn du dieses Seil drinnen hast, ist das allerdings fatal, weil wenn das abgespult wird, entsteht Schlaffseil. Und wenn dieses Schlaffseil hier in dieses schnell laufende Tellerrad reinkommt, dann hast du hier einen Seilsalat liegen. Lauter kleine Stückchen. Sollte man tunlichst vermeiden. Ansonsten ja, wird es teuer, weil die Seile kosten ja doch. Ich glaube, das hat 50 Euro kost. Das da war bei 60 und das. Na, ja, das war bei 60 Euro und das da waren 75 Euro. Das ist auf die Längen gerechnet. Und ehrlich, man, es wird wie gesagt teuer. So, soviel zu den Funktionen. Das ist das, was alles funktioniert bei diesem Bagger. Ist wie gesagt alles Übungssache. Ich habe das dann einfach probiert. Ich habe den Bagger hier stehen gehabt. Da war der Greifer auf der Palette, auf so einer alten gebrochenen Einwegpalette gestanden. Ich habe den in die Seile eingeschert und habe dann einfach einmal ja, probeweise versucht, diese Einwegpalette mit dem Greifer aufzunehmen. Und ich war erstaunt, was dieser Greifer, dieses Seil, diese Winde für eine Kraft hat, weil die Einwegpalette, die hat der Greifer in 1000 Stückchen zerdrückt. Also da ist richtig, richtig Kraft dahinter. Genau. Ja. So viel auf jeden Fall zu den Funktionen. Ich hoffe, man versteht einigermaßen, was ich meine. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich rübergebracht. Es ist blöd zu erklären. Am besten einfach draufsetzen und ausprobieren. Wegen die ganzen Einstellungen. Diese Lamellenkupplungen, die müssen normalerweise einrasten. Also, ich mache jetzt den Rückwärtsgang. Diese Seite hier ist jetzt zum Beispiel für den Rückwärtsgang. Jetzt wäre die Winde aktiv. Um die zu aktivieren, da unten siehst du Rollen. Und dieses Schiebestück muss auf diesen Rollen einrasten. Dann ist der Gang drin. Sonst müsstest du den Hebel dauerhaft halten zum Fahren. Das willst du ja nicht. Deswegen gibt es eine Rastposition. Selbiges Spiel ist hier drüben auf der anderen Seite. Das wird man jetzt hier nicht erkennen. Oder? Weiß ich nicht. Sehe ich nicht.
Ja, auf jeden Fall ist hier drüben auch genau dasselbe Spiel. Und da sind auch Rollen, die regelmäßig ölen. Kann sein, dass sie fest sind. Meine waren total festgerostet. Ich hatte keine Sparfunktion mehr. Ich habe da ja, 2 Stunden lang mit Rostlöser und Öl und Fett und ein wenig am Schraubenzieher gestochert gehabt und gepopelt gehabt, bis die wirklich wieder gerollt sind. Und jetzt funktioniert das auch zuverlässig und rastet ein. Diese Lamellenkupplungen müssen dann auch ja, nach so und so vielen Stunden, das merkst du dann, wenn er halt dann einfach das Rutschen anfängt, dann muss man sie leicht nachstellen. Dazu ist auf diesem Ring, jetzt genau auf der anderen Seite, ist auf diesem Ring auf jeden Fall eine Mutter oder eine Schraube, die löst man. Und wenn man dann hier mit einem Durchschlag reingeht und schlägt den Ring in diese Richtung, circa eine Viertelumdrehung, ist vollkommen ausreichend. Dieser Ring drückt dann die Kupplung näher an die Scheibe hier drüben. Und wenn du dann die Mutter die Schraube wieder anziehst, dann ist deine Kupplung schon nachgestellt, dann kannst du hier wieder besser fahren. Das Ganze muss wie gesagt so gestellt werden, dass hier die Rollen funktionieren. Ich habe dazu diese Scheiben hier komplett offen gehabt, dass ich den kompletten Weg nach links und rechts hatte. Habe dann erst einmal hier alles freigängig gemacht, schön geölt und habe mich dann ganz langsam rangetastet, bis halt der Bagger in jeder Position bergauf, bergab gefahren ist. Ein bisschen zickt er noch im Rückwärtsgang, weil bei mir diese Lamellenkupplungen total voll mit alten Fett sind. Und wenn der Bagger warm wird, wird das Fett flüssig und dann schmiert es natürlich wie sonst was, dann fährt er nicht mehr. Also so viel dazu. So, wie gesagt, so stellt man die ein. Die da wird über diesen Hebel hier eingestellt. Es kann natürlich sein, dass du schon die, ich glaube, die nennt sich turbogekühlte Kupplung hast. Die wäre dann auf der anderen Seite. Das ist in der Anleitung beschrieben. So, da vorne hast du dann noch deine Kupplungen für diese Winden. Das ist dasselbe Patent wie hier. Wird auch bloß dann ein bisschen nachgestellt, dass die halt, das ist wie so ein großes Gewinde drauf. Die, wenn du ein bisschen in die Richtung, dann zieht das Ganze ein bisschen näher nach da ran. Und dann musst du es wieder sichern und dann ist die quasi wieder mehr eingekuppelt, dann schleift die Kupplung wieder leichter. Das funktioniert hier exakt genauso. Schraube lösen, Hebel ein bisschen in die Richtung, Schraube wieder anziehen, nachgestellt. Vorne auch. Dann hast du noch deine Bremsen, die du lösen kannst. Also das da vorne, was sich jetzt bewegt, das ist wie gesagt die Kupplung. Die Bremsen sitzen hier, müsste ich jetzt lügen, auf der anderen Seite drüben. Die kann man auch nachstellen. Das habe ich aber tatsächlich selber noch nicht gemacht, deswegen sage ich diesbezüglich auch noch nichts. Da muss ich mich selber erst reinfuchsen. Ja, sehr langes Video, sehr blöd zu erklären, alles ziemlich trockene Theorie. In der Praxis, wenn man es dann ausprobiert, ist doch alles einfacher. Aber ich sag, also ich habe mich draufgesetzt, ich habe es einfach probiert. Ja, genau, da sieht man es. Das da sind die Bremsen, die Bremsbänder. Die kann man auch einfach ein wenig anziehen, nachziehen. Dann spannst das Bremsband mehr. Mit Bedacht machen, die soll natürlich im Betrieb nicht dauerhaft die Bremse anziehen. Die soll aber so eingestellt sein, dass wenn ich mein Pedal trete, wenn ich hier auf mein Bremspedal trete, dass die zusammengezogen werden und sicher die Winde festhalten. Wenn ich loslasse, muss die Winde aber freigängig sein. Die hat keine Bremse. Die da hat eine Bremse. Das ist die Schraube mit der Feder, die da so seitlich rauskommt. Und die vordere, die hat natürlich auch eine Bremse. Die kannst du nachstellen. Dann gibt es noch die Schwenkbremse. Die ist auf der anderen Seite hier unten. Das ist da unten der das Ritzel für den Drehkranz. Da drüben sitzt die Bremse fürs Schwenken. Die habe ich bei mir auch schon nachgestellt, weil sie nicht mehr gehalten hat. Ja, das sind so alles diese Kleinigkeiten.